Dum, dum, dum. Willkommen zurück zum Utopia. Ein Kupfergeschoss hätte Young Mike gerne. Kann ich's ihm geben? Weiß gar nicht, was das ist. Was ist denn das? Das ist so seltsam, aber ich habe keine Ahnung, was das darstellen soll. Kupfergeschoss, keine Ahnung, sagt mir nichts. Pfeilchen, das könnte gut aussehen, aber mir fehlen ganz knapp ein bisschen Geld. Dämonenpeaks, der sieht richtig cool aus. Der sieht richtig cool aus. Ich habe so eine Gabel, aber ganz ehrlich, das ist besser. Das ist besser. Können zum Glück noch in die Spielhalle. Mal gucken, ob wir im Roulette das Outfit bekommen. Kupfergeschoss, schade. Das können wir aber zumindest verkaufen und dann hätten wir wieder ein bisschen Geld. Immerhin. Verkaufen. Für 300er. Schon wieder fehlt ein bisschen Geld. Komm. Nochmal auf das Gelbe landen, bitte. Und, schade. Reiseticket Komfort. Ja, mir eigentlich ziemlich egal, wer das hier bekommt. Ja, hier. Haha, ihr habt Spaß. Woha, wunderbar. Okay, schön. Yeah. So, komm. Letzter Versuch. Auf das Gelbe. Ja, schön. Dann habe ich jetzt doch genug Geld. Cool. Ich kann mir gut vorstellen, dass das gut aussehen wird. Deshalb bin ich gespannt. Das sieht ziemlich cool aus. Wozu die Farben? Wahrscheinlich für das obere Teil, ne? Ja, sieht man sowieso nicht. Ja, das sieht cool aus. Ich mag grün. Grün ist schön. So, habt ihr noch alle gefuttert? Können wir weitermachen? Wir haben nicht gefuttert. Luftiges Omelett. Nur die allerfrischsten Eier kommen in dieses Omelett. Marshmallow, so zart und fluffig, dass es dir fast schon von der Zunge fliegt. Ja, es fliegt mir von der Zunge, weil es mir nicht schmeckt. Genauso wie das Omelett. Mögen es alle nicht. Mein Gott, könnt ihr irgendwas mögen, bitte? Zumindest mag Young Mike die Cobra Nuggets. Bisschen HP ab für ihn. Ist ja alles schon satt, ne? Ja, okay. Dann machen wir weiter. Wir sind jetzt nämlich hier in dieser komischen, ja, Höhle halt. Zitrushöhle. Und haben noch ein bisschen was vor uns. Genau. Hier links geht's nicht weiter, hier links ist nur ein Bonus. Wir müssen aber das Level noch schnell machen. Deshalb würde ich sagen, machen wir... Obwohl... Machen wir erstmal die Truhe, dann haben wir das hinter uns. Und dann gehen wir den rechten Weg lang. Genau, machen wir das. Das ist ja sowieso nur Bonus. Geht's ja gar nicht lang. Nein, hier geht es nicht lang, geht es nicht lang, geht es gar nicht lang. Eine einzige HP-Banane. Das ist bestimmt einer der schlechtesten Truhen hier. Krass. Noch eine Truhe. Aber natürlich musste mindestens eine davon eine Falle sein. Ganz ehrlich, habe ich mir schon gedacht. Aber ich möchte trotzdem jede einzelne Truhe im Spiel öffnen. Weil es könnte immer was Schönes drin sein. Und nice, das hat sehr viel Damage gemacht. Autsch. 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 Bam. Jetzt müssen die weg. Wir kommen den 800 näher. Ich freue mich schon, wenn wir 1000 haben. Ich hoffe, wir schalten dann irgendwas Neues frei. Was wäre mega cool. Mal schauen. Und die riesige Truhe mit Papppanzer. Das sieht cool aus. Jetzt wäre es halt neues in diesem Holzpanzer hier, aber. Ja, warum nehme ich denn nicht den Papppanzer? Na, warum nicht? Warum nicht? Dann nehme ich ihn in der Farbe. Weil, warum nicht? Ja, warum nicht? Warum denn nicht? Es gibt keinen Grund. Ja, das war ziemlich kurz. Nicht bei 5 Minuten ist diese Folge lang. Ich halte mich ziemlich kurz, würde ich mal so sagen. Schicker Panzer. Wie oft willst du deine Outfits bitte ändern? Kannst dich mal entscheiden? Und jetzt willst du komplett kawaii sein, oder was? Jetzt mach doch den Freddy. Dann machen wir dich schön pink. Obwohl, das hier sieht cool aus. Nehmen wir das. Wenn du unbedingt pink sein willst, Young Mike, dann sei halt pink. Mir egal. Du wolltest das Outfit haben. Nicht ich. Na gut, das bin ja irgendwie ich. Ach, egal. Gut, wenn ich der Einzige bin, der Schleimgelee mag, dann esse ich die halt alle auf. Und du isst die einzelnen Cobra Nuggets auf. Gut. Das hier kannst du mal probieren, Hühnchen Curry.
nicht so satt. Ist ja alles schon irgendwie satt. Okay. Dann machen wir fix weiter. Ja, ja, ja. Erst 5 Minuten die Folge. Wir haben noch super viel Zeit. Super, super viel Zeit. Vielleicht kriegen wir diese Höhle noch durch. Ich weiß halt nicht, wie lang die ist, aber hoffentlich kriegen wir die heute durch. Wäre schon ganz gut, finde ich. Wow, da ist der nächste Gegner. Es ist nämlich ein Köderpilz. Aha. Will ich wissen, was er macht? Ich weiß es nicht. Na, ihr beiden, ihr versteht euch wohl gut. Ja, Level 11 Freunde. Krank. Und ich will auch noch mal ein bisschen was von dem Kuchen abhaben, aber ich krieg kein Level ab, schade. Bam. Da ist der Pilz schon mal weg. Und die Spinne genauso. Pern. Nice. Hoffentlich geht alles gut aus, ja. Oha! Eine mysteriöse Flasche. Trinken wir sie. Das riecht aber komisch. Trotzdem trinken. Runter damit. Und das war Gift. Gott. Das war nicht meine Idee. Nein. Wer kam diese Idee? Ihr sowas zu geben, das tut man doch nicht. Ich will jetzt mal Luftstoß ausprobieren. Neue Technik! Luftstoß! Ich helfe auch! Okay, es ist einfach ein sehr starker Angriff. Das ist zumindest mal etwas. Die arme Girlfriend, die war fast dead. Ha, juckt nicht. Guck mal, sie hilft auch nicht mal wieder mit. Sie hilft irgendwie nicht so oft mit, habe ich das Gefühl. Bam. Ja, Blume ist irgendwie nicht so stark, um ehrlich zu sein. Könnte ein bisschen stärker sein. Müsste vielleicht ein bisschen mehr Attack hoch pushen. Oder halt einfach viel leveln. Wir sind ja noch nicht so weit. Wir sind ja alle erst Level 6 ungefähr. Also, da geht noch einiges, ja. Vielleicht liegt es auch einfach daran. Das ist ein neues Outfit, oder? Das steht ja echt gut. Sehe ich auch so. Yay. Ba-ba-ba-ba. Oh, gute Freunde. Ich und mein jüngeres Ich sind nur gute Freunde. Ja gut, ich ganz ehrlich mit euch, ich wüsste nicht, was für eine Beziehung ich mit meinem damaligen Ich hätte. Kann ich euch wirklich nicht sagen. Keine Ahnung, wie das abgelaufen wäre. Keine Ahnung, ey. Ich glaube, da sind ja 5 ankuscheln. Okay, Level 5 schon ganz nett so. Futtern wir erstmal. Spinnensushi, schließ einfach die Augen und stell dir vor, es wäre Krabbensushi. Okay. Ah, trotzdem nicht lecker. Na, sagst du? Na, ja, sie macht. Ja. Nice. Bratpilze. Ja. Die mag niemand. Bevor ich dir das jetzt gebe, probier erstmal Hühnchencurry. Gut? Okay. Wie findest du Tomatennudeln? Gut? Okay. Aha. Bei uns geht das Essen aus langsam. Soft Ice Pizza. Nein, ich hab kein Geld dafür. Ach, dann nicht. Dann und nicht. Schade. Hier geht's lang. Hier geht's ein bisschen nach oben. Ich denke mal, hier finden wir das, was wir benötigen, um mit der Story weiterzumachen. Vermutlich einfach mal. Ja, das ist die Citrushöhle. Wie süß es hier duftet. Oh, schau mal. Hä? Das sieht ja lecker aus. Was? Du willst das doch nicht einfach essen, oder? Nein, halt. Was denn? Das ist eindeutig Orangensaft. Was ist daran bitte eindeutig? Das liegt auf dem Boden. So wurden die ganzen Monster also zu Monstern in der Höhle. Schade.
Zum Glück hast du nur ein bisschen genippt und nicht ganz getrunken. Das hätte das wahrscheinlich länger angehalten. Diese Augen. Ich mach euch fertig! So. Wie lange geht dieser Weg hier? Anscheinend sehr lange nach schräg oben. Ja, aber wenn ich sie alle One mache, ne? Sage ich nichts gegen. Immer wieder beim Schnauben Feuer machen. Statt nur Luft. Machen wir schon genug Damage. Ja. Das kann gut klappen. Yeah, yeah, yeah. Noch ein Gegner. Das ist der Weg der Gegner. Oh Gott, was bist du denn? Eine Schnecke! Einfach nur Schnecke! Okay. Haha. Lässig, lässig, lässig. Hehe. Oh, neue Technik. Wildes Geballer. Schön. Ein Damage. Really? Ich mache auch nur 6. Schnecke hat wirklich gute Verteidigung. Bonuserfahrung. Ich nehme sie. Haha, danke. Und hier ist Ende. Schön. Oder quatschen aber sehr viele heute. Letzte Nacht saß ein Insekt auf meiner Backe. Ist da wirklich albern aus? Ach, wirklich? Und doch, ich habe es mir echt lange angesehen, bevor ich es merkte, dass es morgen war. Hatte ich wenigstens den Mund zu. What? Okay. Sehr seltsame Gespräche, die ihr habt. Ich sehe schon, ihr beide verschält euch natürlich mal wieder richtig sauber. Ja. Cool. Ich würde mal sagen, wir wechseln hier ein bisschen was. So. Und die wollen natürlich wieder neue Sachen haben. Stimmt, Soft Eyes Pixar wird schon länger haben. Ja, dann hol den dir. Ich weiß aber nicht, ob ich ihn benutzen will. Der sieht so albern aus. Nee, ich benutze ihn nicht. Ich mag ihn irgendwie nicht. Name ist lustig, aber ansonsten. Oh mein Gott, ein Teddy! Ich brauch das! Nein, ich hab nichts mehr in der Spielhalle, kein Tickets. Ich will den Teddy haben. Sudschnecken in der Schale gedämpft und mit geschmolzener Butter serviert. Aha. Ja, ganz okay. Die hat der schon probiert. Das hat noch niemand probiert. Mag ich aber nicht. Marshmallow könnt ihr doch alle probieren. Ganz okay. Ganz okay. Spinnsushi, auch nur ganz okay. Die kann's auch nicht mehr. Okay. Dann muss ich jetzt gucken, was ich hier verteile. Bist schon satt? Was mag ein GGF? Das hat er noch nicht probiert. Nee. Dann lassen wir's. Machen wir weiter. Dann machen wir jetzt erstmal weiter. Dum, dum, dum. Ich kann mir wirklich nicht vorstellen, wie lange dieses Gebiet gehen wird. Wow, aber diese Höhle wird, glaube ich, noch ein bisschen größer, als ich erwartet habe. Ob wir die wohl fertig kriegen in der Folge? Ich kann es euch wirklich nicht erzählen. Ich weiß es wirklich nicht. Was ist eigentlich mit dem dunklen Fürsten passiert? Der ist abgehauen, ist doch klar. Wir haben ihn mit total mächtiger Magie verjagt. Ganz schön cool, oder? Schon, ja. Finde ich auch. Einzeln sind wir vielleicht nicht so stark. Also, meine Schwester und ich, meine ich. Aber wenn wir uns zusammentun, dann geht die Post ab. Ja. Zusammen ist man immer besser als allein, ne? Generell immer. Ich bin immer noch so wütend. Warum? Als der dunkle Schnösel weg war, haben wir einfach nicht aufgepasst. Und schon kam noch ein Monster, der meine Schwester entführt. Ich kann mich auch nicht auslösen. Boah, entspann dich. Das biegen wir auch wieder hin. Das wird schon. So, auf meiner Seite fühle ich mich sicher. Okay, das ist gut. Wenn du dich bei ihr sicher fühlst. Diese Augen.
Bei den Schnecken. Oh, cool. Ich finde die Musik in diesem Gebiet nicht schlecht, aber ich glaube, die aus den anderen beiden Gebieten mochte ich ein bisschen mehr. Aber auch nicht schlecht. Ich glaube, ich habe gar keinen schlechten Soundtrack in diesem Spiel. Wüsste jetzt keinen. Wir kommen den 800 näher, die werden wir... Ja, doch, die werden wir auf jeden Fall in dieser Folge erreichen. Oh, da sind sie beide, aber auch endlich mal Level 7. Du lernst ja hoffentlich was Neues? Ja, Panzerung. Reduziere erlittenen Schaden mit einem extra dicken Panzer. Sowas habe ich mir doch schön erhofft hier. Schön. Zack. Und irgendwo was Ende? Ja, bei den Kisten. Mit einem. Oh, Spielscheine. Schön. Und das Ende. Ja. Nice. Und da quatschen sie beiden. Da lernen sie sich kennen. Yay. Okay. Ich hab Karo-Kostüm. Was? Was? Das sieht seltsam aus. Nein. Nee, sorry, das finde ich ein bisschen zu weird. Ganz gerne die Stats davon nehmen, aber nein, den Rest bitte nicht. Nein. Wo dann? Mistsachen probieren. Ja. Nein, nicht ich. Sorry, ich habe mich verklickt. Sorry, das war nicht geplant. Das hier sollst du auf jeden Fall probieren. Okay, wir wissen nun, er mag es nicht so sehr. MP. Ich glaube, sie könnte ein bisschen MP gebrauchen. Ja. Ja. Ne? Ah, mein Charakter will nichts mehr. Okay. Okay. Spielhalle. Bisschen Geld. Please. Ahornblatt. Ist das neu? Ich meine schon. Ja, okay, neue Waffe. Sag ich nicht nein. Tatsache, eine neue Waffe. Ja, okay, warum nicht? Kanada. Keine Ahnung. Okay, dann weiter geht's. Wie viele Wege gibt's denn jetzt eigentlich hier noch? Bis wir an der Spitze sind. Ganz eingedrungen. Ah, wir sind schon da. Hier ist schon das Ende. Okay, dann machen wir erstmal die Truhe. Erstmal Bonus, bevor wir das beenden hier mit dieser Höhle. Hopp, los. Ich habe halt meine Lieblingssachen. Zahnpasta direkt an eine mysteriöse Flüssigkeit. Sag bloß, das schmeckt. Nee, ich will auch mal. Mmh. Okay. War das bei Girlfriend nicht eine blöde Verwandlung in ein Monster? Warum trinken die beiden das denn jetzt gut? Hä? Muss ich nicht verstehen. Hoffentlich. Riesenschlecke, weg mit dir. Damit. Egal, die beiden sind down. Und die große Spinne auch. Yeah. Beim nächsten Kampf haben wir 800 gerettet. Yay. Bonuserfahrung kriegt der Young Mike. Dann kriegen wir eigentlich unser viertes Teammitglied. Ich vermute mal, wenn wir Soldo helfen, die beiden Schwestern zurückzuholen. Die sind ja anscheinend hier. Aber hier war jetzt keine große goldene Kiste. Komisch. Na, niedlich. Da talken die beiden. Schön Level up wahrscheinlich. Ja, ja, wir kennen das alles schon. Pferd, ein bisschen langweilig. Haben schon gefühlt alle Cutscenes hiervon gesehen, deshalb skippe ich die jetzt auch einfach weg. Alraune, ey, diese Kapuze sieht richtig cool aus. Aber die kann ich leider nicht anziehen, also schon schade. Komm, wir können zumindest ein bisschen futtern. Was habt ihr noch nicht probiert? Hab alle schon alles probiert, ne? Ja, ich glaube schon.
Es gibt nichts, was ich euch allen geben kann. Ihr mögt das alle einfach nicht. Ich habe kein Essen für euch. Ja. Wenn ihr das nicht mögt, dann gibt's auch kein Essen für euch. Entweder essen, entweder you take it, or you leave it. Die lieben es. Ja, dann essen die halt nichts. Auf zum Boss. Wir haben keine Angst vor dir, Boss. Wo bist du? Wir ja, zusammen. Was ist los? Ich kann spüren, wie Venus nach mir ruft. Sie ruft mit der Stimme ihres Herzens um Hilfe. Wir müssen uns beheilen. Dann nichts wie los. Ich muss mich ins Zeug legen. Hier scheint der Boss wohl zu sein. Venus! Venus Antula! Die Spinne wollte auch einfach mal hübsch sein. Was ist mit den falschen Leuten ja angelegt? Damn! Ich mach so wenig Damage, ne? Bam! Oh, neue Technik! Mii-Projektil! Oh. Was ist denn das? Oh Gott, okay. Wie viel Damage hat das gemacht alles? Ja, fast Hälfte. Ja. Ganz nett, I guess. Ah, ich hasse Spinnen! Ah! Ah, ouch. Naja, also ich persönlich hab eigentlich nichts wirklich was gegen Spinnen, aber ich habe Angst, wenn die da so von... Ich finde das so ekelhaft, wenn die da von ihren Spinnennetzen runterkommen und die dann mein Gesicht sind, den Spinnennetzen. Das ist eklig. Spinnen selbst sind Tiere. Ja, Tiere sind halt Tiere, ne? Kann man Angst haben vor, muss man aber nicht. Also klar, fände ich das ekelhaft, wenn eine Spinne mal an meinem Gesicht ist, aber... So, keine Ahnung, wenn sie da jetzt einfach nur so in der Nähe ist, fände ich es nicht. Habe ich nichts gegen. Ich meine, Spinnen tun Menschen meistens nicht. Das sind die meisten Spinnen. So, vor allem auch in Deutschland gibt es auch keine wirklichen, die einem was tun. Das habe ich auch keine Angst vor denen. Nicht so wirklich. Und dead. Easy. Da, danke. Yeah. Gerettet. Wir sind so gut. Ja, die kriege ich natürlich Erfahrung. Haha, Opfer. Süßer Blumenduft gelernt. Frische mit Blütenkraft. Reichlich HP wieder auf. Heilung. Toll. Schock, schwere Not. Fesche Fee 2, Venus. Puh, das würde aber auch langsam unerträglich. Lieber Abenteurer, ich muss unsere Schwester Bubbles retten. Hilfst du mir dabei? Yes! Dann begleite ich dich ab jetzt. Venus hat sich dir nun auch angeschlossen. Soldo, bewache du das Dorf. Ich gebe mein Bestes, Schwesterherz. Soldo hat das Team verlassen. Okay. Kümmere dich gut um meine großen Schwestern. Alles klar. Babys ist im Finsterforst vielleicht. Finsterforst. Und da können wir jetzt lang. Wow, wie groß ist diese Karte bitte? Da ist sie! Da sieht man leider schon ihr Mii. Ja, aber dazu komme ich erst, wenn wir sie dann sehen. Gehen wir dahin. Okay. Gibt es noch eine große Küste oder war es das? Natürlich. Hey, lass dir diese Chance nicht entgehen. Ich bin Mario 64, der Wanderfotograf. Magst du das Foto kaufen, das ich von ihm gemacht habe? Yahoo!
Na klar doch, gerne. Vielen Dank, es war mir ein Vergnügen. Dem schmeiß ich doch gerne mein Geld ins Gesicht. Gerne, gerne. Du hast auch noch dein Gesicht gerettet? Ah, nee, noch nicht. Lieber Mal, Glückwunsch, Sie sind Empfänger Nummer 1000 unserer Rundschreiben. Besuchen Sie uns jetzt für einen MP-Bonbon-Rabatt. Deine Mitsumi. Toll. Jetzt habe ich 800 Leute gerettet. Die macht das was! HP-Streif vergrößert. Statt 200, 220 HP. MP-Streif vergrößert. Statt 60, 80. Hohoho, du willst noch mehr? Ja, aber 850 gebe ich noch ein bisschen mehr. Okay. So. Dann würde ich sagen, Buntblatt oder Feenkostüm. Ja, da kannst du dich ein bisschen anpassen an die Umgebung. Würde ich sagen, fangen wir dann in der nächsten Folge an mit dem Finsterwald. Oder was auch immer das jetzt war. Genau. Yeah. Hübsch.